endlich geht es los mit mehr Details, mit mehr Fläche und ich will meinen Wald heute anfangen und ich mache viele kleine Dinge und ach, alles was dazugehört, möchte ich dir heute zeigen in diesem kleinen seichten Sommer-Update, aber ich mache viel und ihr wisst doch, die Kleinigkeiten halten fast am meisten auf, aber damit möchte ich euch erstmal sagen, jeden Freitag 16 Uhr bin ich für euch da und zeige dir, was ich der letzten Woche an meiner Modelleisenbahn gemacht habe. Willkommen auf dem Kanal von Train Dreams. Ich bin Uli und los geht's. Im Hintergrund sehen wir es natürlich schon wieder ein bisschen, dass ich erstmal ein kleines bisschen nochmal an meinem Bahnübergang gearbeitet habe. Nein, keine Sorge, keine Sorge, keine Sorge. Ich habe nicht an meinem Bahnübergang gearbeitet, dass ich euch zum 100. Mal jetzt zeige, wie ich da die Bullen verlegt habe oder wenn ich irgendwas anderes gemacht habe, sondern es wird ein wenig Leben darauf gebracht. Und zwar bohre ich erstmal ein Loch. Erstmal ein Loch quer durch den Sand durch. Hat natürlich einen Sinn. Was ich hier vorne noch nicht mache am Anfang, ist die Gestaltung. Ihr seht übrigens, was ich da gemacht habe. Ich habe ein Auto gesetzt. Kommen wir gleich mal zu. Hier vorne werden noch keine Bäume und solche Sachen gemacht, da ich alles umreißen würde. Wäre Quatsch, wenn ich da irgendwas machen würde. Ich habe hier ein Auto. Ein beleuchtetes Auto. Das ist weiß. Das ist schneeweiß. Gefällt mir so überhaupt nicht. Und dieses schneeweiße Auto wird erstmal, ihr seht es schon, so richtig fett mit Schwarz eingeschmiert. Aber Leute, die mich öfters gucken oder die das selber öfters machen, die wissen, dass diese schwarze Farbe natürlich nicht so schwarz bleibt, sondern dass das Ganze irgendwo relativ nachhält und dann blass wird. Wir sind heute relativ schnell unterwegs, ihr werdet schon merken, weil ich habe ein bisschen viel reingepackt heute in das Video. Ich habe nämlich auch zwischenzeitlich gezeigt, wie ich das mit einem speziellen Weathering Farbe bemalt habe. Das sind Sachen, die sieht man nur, wenn man wirklich nah rangeht und dann auch mit dem bloßen Auge und nicht per Kamera, sage ich ganz ehrlich. Das Auto sieht, wenn ich mir das hinter mir habe, das ist ein Billigauto gewesen. Das sieht einfach nicht mehr wirklich billig aus. Das ist das Schöne daran. Aber es kommt halt auf der Kamera immer nicht ganz so rüber. Aber es ist eine schöne Sache, es ist ein schönes Teilchen. Es ist beleuchtet, es steht vor dem Bahnübergang und es belebt die ganze Szene noch irgendwas. Was ich jetzt mache, ist, dass ich mir erstmal überlege, was für Lampen ich an diesem künftigen Waldparkplatz ich eigentlich platzieren möchte oder haben möchte. Ich habe da drei Varianten mir ausgedacht, mit so einem Pilzkopf, dann so eine klassische Kuppel wie das jetzt hier, habe mich aber jetzt endlich entschieden für einen Lampentyp mit einem flachen Kopf. Werden wir gleich sehen. Dieser flache Kopf, den fand ich für die Waldregion recht praktisch. Also da fand ich, wenn man jetzt aus der Realität rangehen würde, würde ich denken, dass dann, wenn da so Nadeln und Laub drauf fallen, dass das eben nicht die Lampe gleich alles dunkel macht, sondern dass die Lampe nach unten wegleuchtet. Hat mir gut gefallen. Was ich jetzt mache, ist natürlich erstmal überlegen. Ich habe erstmal das Modul ausgebaut, das kennen ja manche von euch schon. Und bin damit auf meinen Arbeitsplatz gegangen und fange erstmal an zu überlegen, ja, wie will ich es denn eigentlich haben? Was soll denn eigentlich zu sehen sein? Ich habe ja diese kleinen Bänke in der letzten Folge gebaut. Wo möchte ich sie gerne hinhaben? Ich habe ja viel, viel mehr gebaut, als ich eigentlich brauche. Habe dann eben mit dem weißen Edding mir das da markiert und dann so gesagt, okay, ja, hier hinten soll so eine Art Trainspotting-Gebiet sein. Das kommt da oben hin, praktisch vor die Arkade. Und die beiden Picknickplätze, die ich da reingesetzt habe. Und die Löcher gebohrt, ist klar, bin ich jetzt nicht groß eingegangen, habe die Lampen durchgesteckt, mit Metallhülsen habe ich das gemacht, weil hier wieder mal so ein Sandwichboden ist, kriegst ein Kabel ohne Hülse gar nicht durch, das funktioniert einfach nicht. Und habe jetzt überlegt auf der Rückseite, wie mache ich eigentlich den Stromanschluss? Ich habe ja in letzter Zeit immer diese 25-poligen, habt ihr gerade gesehen, verwendet, aber brauche ich doch gar nicht. Ich habe doch hier lediglich ein Plus und ein Minus, weil ich nur die Lampen da steuern möchte. Einmal auf dem Parkplatz und die anderen beiden auf den Picknickplätzen. Mehr muss hier auf diesem Modul nicht sein, obwohl ich immer so ein Freund von Licht bin, ja. Aber ja, brauche ich also nicht allzu viel. Habe mich dann für die steckbaren Lüsterklemmen entschieden. Das war eine sehr, sehr schöne Lösung. Und hält auch fest, ist alles eine super Sache. Kann man überhaupt nicht meckern. Also für so zwei, drei Pole ist das durchaus geeignet. Ansonsten wären das dann zu viel. Da schiebst du ja dann so eine ganze Steckerleiste. Das geht nicht, das kannst du nicht machen. Habe das Ganze erstmal fixiert mit Sekundenkleber. Habe immer so eine Schlaufe dran gemacht. Das heißt, wenn ich an den Lampen operiere, an den Lampen was mache, dass die Lampen dann
noch ein bisschen spielen mit dem Kabel auf der Rückseite haben, wenn ich es immer umlegen muss oder wie auch immer. Das Ganze wird jetzt natürlich mit meinen fixiert, ja, mit diesem Buchbinderrücken. Und dann habe ich mich entschieden, eine zweite Lüsterklemme anzubringen. In die zweite Lüsterklemme werde ich gleich einen 1K Widerstand reinmachen. Das habe ich extra deswegen gemacht. Ich habe auch nicht jede einzelne gemacht, weil ich mit Sicherheit feststellen werde, dass es zu hell oder zu dunkel ist. Und ja, das kann man ja am besten lösen, indem man einfach den Widerstand austauscht. Ich will ja nicht an jedes bisschen, was ich habe, einen Dimmer anbringen und da irgendwie was dimmen. Das ist ja Quatsch, wenn ich das Ganze einfach eine einfache LED-Widerstandstausch machen kann. Und dann ist gut. Hier sehen wir die 1K-Widerstände, die habe ich zuhauf. Ist es zu dunkel, kommt ein kleinerer rein. Ist es zu hell, kommt ein größerer rein. Fertig ist die Sache. Und für 4 LEDs ein Widerstand ist durchaus überhaupt kein Problem. Da habe ich die Enden ein bisschen umgebogen. Die kommen jetzt oben in die Lüsterklemme rein. Wird festgeschraubt und ich kann das Ganze tauschen, wie ich möchte. Entsprechend, ob es mir zu hell oder eben zu dunkel ist. Tolle Sache. Also das habe ich mir erst beim Bauen übrigens überlegt. Das habe ich vorher nicht überlegt. Mit ein bisschen Heißkleber wird das Ganze jetzt noch festgemacht. Dass man, wenn dieser Klotz, der da drunter geleimt ist, da kann ich so ein bisschen das Modul anfassen, wenn ich das so an- und abbaue. Und damit ich nichts abreiße, wird das ein bisschen festgeklebt. Erledigt. Und hier sieht man schon die Lampen, die ich ja umgedreht habe. Das passt alles irgendwo. Und was ich natürlich nicht gemacht habe, wieder mal, ist ein Test der Lämpchen im Vorfeld. Typisch Uli, oder? Erstmal alles festmachen, alles verkleben, alles schön verbauen, anschließen. Oh, geht nicht. Nein, ganz so schlimm ist es nicht gewesen. Aber das ist so meine Bauart, wie ich irgendwo arbeite. Die Wege sind mit Leim eingeschmiert. Jetzt kommt dieser Quarzsand aus der letzten Folge hier drüber. Der Quarzsand ist nur eine Grundierung. Ich sag's mal so ein bisschen albern, dass die Wege ein bisschen unterschiedlich werden, ja, dass es nicht zu gerade ist. Ihr seht, jetzt kommt hier wirklich ein sandfarbener Sand drauf. Ne, und dieses Rötliche, das ist drunter als Grundierung gedacht, das ist eben ein bisschen alles, wenn man das jetzt festklopft, kommen ja so ein paar kleine rötliche Steinchen mit hoch und dann hat man so ein bisschen mehr Spiel in den Wegen drin. Auch den Parkplatz hier, da habe ich nochmal neu überarbeitet auf der rechten Seite, das heißt, da ist auch nochmal Sand drüber gekommen. Schöne Sache das. Ja, und dadurch sind die Wege natürlich wirklich sehr, sehr schön geworden. Na, meines Erachtens, andere haben vielleicht andere Meinung, mir gefällt es sehr gut. Den Parkplatz, den habe ich auch noch mal ein bisschen nachbearbeitet. Wir sehen es jetzt hier schon, was ich hier nicht zeige ist, ich habe da noch mal Spuren ein bisschen tiefer reingemacht. Ein bisschen sieht man es, aber dadurch, dass das Licht auf meinem Basteltisch komplett von oben runter knallt, sieht man die Spuren nicht drin. Das sehen wir erst später, wenn es eingebaut ist, dann können wir uns das Ganze mal zusammen angucken. Schaut mal die kleinen Lampen, ich finde sie nett. Die werden natürlich nicht schwarz-plastik gelassen, die werden bemalt. Und zwar habe ich jetzt hier mit einer Metallic blauen Farbe habe ich mich diesmal entschieden, weil ich habe gesagt, okay, der Wald ist grün, bring doch ruhig ein bisschen Farbvarianz in dieses ganze Ding irgendwo rein und ja, sieht alles ein bisschen netter aus und ein bisschen belebter oder moderner irgendwo, ja, aber die dürfen nicht bloß blau sein, ihr kennt mich, das Zeug wird verrostet. Ich habe jetzt hier einen sehr, sehr feinen Pinsel, das ist so ein 5.0, ich kann bis 10.0 runter, aber das ist dann mehr so für die Preiselines nachher. Und habe nur leicht, also ich habe sie nicht ganz so stark verrostet wie die, die am Bahnübergang vorne standen. Die haben ja richtig Rost abgekriegt, die sind halt da ein bisschen mehr dem Wetter ausgeliefert oder es ist eine ältere Type, so eine Industrielampen waren das. Und ja, habe mich hier entschieden, nicht ganz so stark mit dem Rost irgendwo rumzuspielen, obwohl ich ja immer sage, bei Spur N, mach mal lieber ein bisschen mehr, wenn ich vor der Anlage stehe und ich bin zu dolle ins Detail reingegangen, das heißt zu dolle so ein Diorama-Touch da reinzubringen, weiß ich nicht. Deswegen mache ich es normalerweise ein bisschen mehr, aber hier fand ich ja weniger ist mehr in dem Fall. Ihr seht schon die Lampen, ich habe sie jetzt hier im Lichttest. Der 1K-Widerstand ist super, hätte ich natürlich jetzt wirklich nicht gedacht und alles leuchtet, alles geht. Ich habe kein Problem, dass unten Lämpchen halt nicht funktioniert hat. Ja, jetzt kommen wir mal zum Waldboden. Ich habe ja immer die Erde unten drunter. Das mache ich ja nicht aus Langeweile oder weil ich es so schön finde, mit Erde zu arbeiten. Ich könnte ja auch Gips drunter machen. Aber ihr seht jetzt schon, wenn ich den Weißleim auftrage, dass da ja auch so Steinchen nach oben weiterhin stehen. Dass das nicht gerade ist, keine ebene Fläche. Ja, ich will ja keine Rasenfläche hinterm Garten gestalten, sondern ich möchte tatsächlich in eine Landschaft haben, einen Wald haben. Und da gucken eben immer mal ein bisschen Sachen raus.
Berieseln tue ich das Ganze mit Waldbodenstreu. Ist eine nette Mischung, die fällt mir gleich so, wie sie ist. Da muss ich nichts untermischen, da sind verschiedene Grüntöne drin. Was ich nicht mache, ist mit statischer Aufladung. Ich habe so ein Gerät da, dass ich das drauf rieseln kann, dass dann die alle nach oben stehen. Aber ich sage mal ganz ehrlich, in diesem Maßstab brauche ich das nicht. Ja, was soll ich da bei diesen kleinen Dingern, was soll ich danach aufrichten? Was soll denn das sein? Wieder mal so ein halber Meter Grashalm? Gibt es ja doch, wenn man in den Wald geht, überhaupt kein Problem. Passt aber irgendwo nicht. Deswegen, ich riesel das locker drauf, dass das eben nicht flach liegt. Und ihr seht schon, wenn der Kleber abgetrocknet ist, sieht das gut aus? Bin ich der Meinung? Es ist irgendwo eine schöne Mischung zwischen Erde und Waldboden, was natürlich kommt. Ich habe zwei Bäume da hinten schon reingesteckt, dass man so ein bisschen eine Vorstellung hat. Es kommt in der nächsten Folge wahnsinnig viel Grün da drauf. Büsche, Bäume, Laubbäume, Nadelbäume und. Freut euch drauf. Ich freue mich auch drauf. Dann würde ich sagen, macht schön gut. Die Zeit ist rum. Nee, die Zeit ist nicht rum. Meine Aufnahmen sind rum. Wir sehen uns in der nächsten Woche, 16 Uhr, wieder pünktlich auf meinem Kanal. Macht's gut bis dahin. Tschüss und alles Gute, euer Uli. Ciao.